Hallo Leute, wir sind jetzt kurz davor, auf den Dungeon Boss zu treffen, dem wir ordentlich den Hintern vermöbeln werden. Das wird dieser Drache sein, der Kumula unsicher macht, den man schon am Anfang gesehen hat. Und hier sind nochmal zwei von diesen Dingern, okay. Na los. Oh, der andere. Ja, alles klar. Nein! Jetzt der wahrscheinlich wieder als erstes machen. Komm schon, jawoll. Der gute alte Helmspalter. Und den hätten wir auch direkt erledigt. Sehr schön. Dann werden wir jetzt wieder einen Rubin. So, haben wir volle Leben. Noch mal. Ja. So, jetzt wohl nach oben weiter. Na, da, wie, da komme ich jetzt nicht dran. Nicht zu weit unten. Hey. So. Ja, jetzt geht's gut. Dann hatte ich hier auf der Seite nämlich einen Schalter gesehen. Jetzt drehen wir uns. Da. Da als nächstes. Komm, 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 komm. Dann auch von der Seite. Nein! Jetzt muss ich echt nochmal eine Runde drehen, na. So, Kisten liegen auch nicht mehr auf unserem Weg. Das heißt, volle Konzentration auf den Dungeon Boss. Volle Herzen, nach einer Fee brauchen wir auch nicht zu suchen. Da haben wir zwei von. Und in der dritten Flasche ein Getränk, das uns alle Herzen auffüllt und unsere Angriffskraft steigert für eine Zeit. Das heißt, nach der brauchen wir auch nicht Ausschau halten. Hm. Na, komm schon. Wirklich. Oh. Den Weg nach oben hier, den hätten sie aber auch angenehmer gestalten können. Also echt, das ist ein bisschen unnötig, finde ich. Aber gut. Bewegt sich nicht, dann wird da oben irgendwo noch ein Schalter sein. Ja. Gut, und damit ständen wir dann auch direkt vor der Tür des Dungeon Bosses. Schauen wir mal, was der Drache uns entgegenzusetzen hat. Na, wo bist du denn? Stecken kannst du dich eh nicht. Oder? Oder doch? Na, wie geht's denn hier jetzt weiter? Was soll das denn jetzt? Was ist denn hier los? Ach, da oben ist was.
Aha. So geht's also hoch. Sieht ja nach einer tollen Kampfplattform aus gegen einen Drachen. Fliegender Feuerdrache Argorok. Dir geht's jetzt an den Kragen. Okay, ich werde mich erstmal nach da oben verpieseln. So, wo bist du? Zeig dich. Oh, so weit wollte ich gar nicht hoch. Egal. Ah, okay. Schuhe. Runterziehen. Die Eisenstiefel sind so krass schwer. Ah, jetzt vielleicht eine Möglichkeit, die Schuhe ausziehen und draufschlagen, ne? Oder muss ich gar nicht draufschlagen? Sieht so aus, ja. Und wieder ran da. So. Runter mit dir. Was hat der da auf dem Rücken? Oh, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir ihn böse gemacht. Ja, der sieht wütend aus. Jetzt hat er am Schwanz nicht mehr diesen Greifhaken. Okay. Schönes passendes Wetter für den Kampf auch. Ups, falsche Taste gedrückt. Oh, ich hoffe, wir sind schnell genug. Viel mehr als im Kreis rumfliegen kann ich ja nicht machen, ne? Aha, so. Und jetzt drauf. Direkt wieder hoch. Leute für die. Ah, bereit für die nächste Runde sind. Hui. Oh je. Oh, verdammt. Ich dachte schon, jetzt feuert er gleich voll auf uns.
Ist auch richtig geiler, epischer Fight, finde ich. Bei den, das muss man ja echt lassen, ne? Bei den Kämpfen haben sie sich echt was Schönes einfallen lassen, immer. Auf dich mitzudrehen. Sehr schön. Nein, 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 nein. Da. Genau. Noch rechtzeitig geschafft. Alles klar, Link. Komm schon. Noch ein letztes Mal. Oh, haha. Einmal sollte ja wohl noch, sollte ja wohl reichen, ne? Auch mal sich so rum, vielleicht verwirrt ihn das ja ein bisschen. Mal schauen. Dreht er sich noch ein bisschen mit. Mit müsste er dann gleich aufhören. Oder auch nicht. Das. Okay. Okay, das war neu. Ja. Was sollen wir? Wie hätte ich das verhindern können? Und kommt, macht er das noch öfter? Das sind gerade so die beiden Fragen, die ich mir stelle und auf die ich keine Lösung weiß. War ich vielleicht nur zu langsam? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich mich echt in die andere Richtung drehen müssen, ne? Hier zum Beispiel. Genau. Gut, dann wissen wir wenigstens schon mal, falls das nochmal macht, wie wir uns davor retten können. Komm schon. Oh, das war vielleicht einmal zu viel. Nein! Komm schon. Jawohl! Das sollte jetzt hoffentlich alles sein. Ja, sehr schön. Haben wir geschafft. Offensichtlich. Ja. Geht da runter. Wunderbar, damit hätten wir Kumula von dem Drachen befreit. Und ein weiteres Herzteil. Jetzt haben wir sie alle. Sag mal, Link. Erinnerst du dich an das, was die Weisen gesagt haben? Nur der vom Schattenvolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Zanto konnte den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Los, Link, auf zur Spiegelkammer. Betrüger bleibt Betrüger. So fein er sich auch kleidet, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Ja. Vorher holen wir uns aber nochmal den Herzcontainer ab. Ein Herz mehr.
Und ja, ich würde sagen, jetzt hält uns hier nichts mehr. Ja. Ja, das war also Kumula. Sobald der Wind aufgehört hat, machen wir es dann auch wieder auf dem Weg nach unten. Und auf zur Spiegelkammer. Jetzt scheint es also nicht mehr lange zu dauern, bis wir Hyrule endlich endgültig befreien können. Hier ist die Spiegelkammer. Ja. Jetzt haben wir alle Scherben des Schattenspiegels gesammelt und wollen diesen zusammensetzen. Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt, aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt lebten in diesem Licht ruhig und friedlich mit reinen Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin des Dämmerlichts. Ihr wusstest es also? Und sprecht mich nicht so an. Als Herrscherin dieses Volks habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tiers erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich einfach nur benutzen.
Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Aber dann traf ich Zelda und dich. Und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte ich auch dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Xanto besiegen. Dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Link. Für Zelda und für die Völker unserer beiden Welten. Ja, damit hätten wir bestätigt bekommen, was wir wahrscheinlich alle schon vermutet haben. Midna ist die Herrscherin des Schattenvolks, praktisch der Gegenpart zu Zelda. Wurde von Xanto verstoßen, wollte uns erst nur benutzen, hat dann doch Freundschaft mit uns geschlossen, will auch unsere Welt retten und... Sie sagte, wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Ist sie also wahrscheinlich doch nicht ganz verloren? Ja, das ist ein starkes Stück, was wir jetzt erfahren haben. Der nächste Schritt, den wir tun werden, ist der Schritt ins Schattenreich, um dort Xanto hoffentlich anzutreffen und zu besiegen und die Welt zu retten. Und das werden wir allerdings erst im nächsten Part sehen. Also bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf den Rest genauso sehr wie ich. Bis dann.